Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute sprechen wir über die drei neuen Maps, die Plarium letzte Woche released hat. Den Shivenko Park, den Nebula Platz und die Hope Startrampe. Welches Equipment man auf diese Maps mitnehmen sollte und wo die Pole Positions der einzelnen Maps liegen, erfahrt ihr nach dem Intro. Wir beginnen mit Shivenko Park, der größten der drei Maps. Es gibt zwei Etagen. Einmal die untere, auf der sich eine Menge Hindernisse sammeln, hinter denen man sich sehr gut verstecken kann. Und eine zweite Etage, die aus Straßen besteht und von der aus man einen guten Überblick über das Gelände der Map erhalten kann. Mechs, die hier besonders gut funktionieren, sind Seeker, Eclipse, Solis, Surge, Orion, Nomad und Panther. Shivenko Park ist auf Nahkampf sowie auf Sniperwaffen ausgelegt und dementsprechend vielseitig bespielbar. Von der Amber Gun über die Railgun bis hin zur AM Rifle lässt sich hier eigentlich alles gut einsetzen, was das Herz begehrt. Die einzigen Waffen, die hier nicht so gut funktionieren, sind Mortar und Helix. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, sich hinter den umstehenden Autos, Kisten und Säulen zu verstecken, die sich über die komplette Map erstrecken. Kommen wir zu den Pole Positions. Insgesamt gibt es drei Stück davon auf Shivenko Park. Die erste findet ihr links von eurem Spawnpunkt auf der zweiten Etage. Direkt hinter der Auffahrt befindet sich eine Kiste, die euch Deckung bietet. Die Position selbst erlaubt es euch, schnell und flexibel zu reagieren und verschafft euch einen guten Überblick über den von euch aus gesehenen hinteren Teil der Map, der von euren Gegnern überquert werden muss, um vorzustoßen. Diesen Punkt bespielt man am besten mit einer Railgun oder AM-Rifle auf Panther, Eclipse oder Bastion. Auch für Seeker ist diese Stelle ein guter Ausgangspunkt, um auch ohne Reichweitenimplantat alles gut erreichen zu können. Der zweite Punkt befindet sich beinahe direkt neben der ersten Pole Position. Bewegt euch geradeaus über die Rampe der ersten Pole Position und schon findet ihr euch auf einem kleinen Zwischenstück wieder, welches mit einer Mauer von frontalen Angriffen geschützt ist. Diese Position eignet sich ausschließlich dann, wenn ihr im Team unterwegs seid. Ihr könnt, wenn ihr unachtsam seid, leicht flankiert werden, besonders von rechts. Deshalb nutzt diese Position nur, wenn ihr ein sehr wachsames Auge habt oder im Team unterwegs seid. Am besten bespielt man die Position mit Railgun. Die AM-Rifle würde ich hier nicht empfehlen, da der Gegner euch über die linke Seite relativ nahe kommen kann. Und wie wir alle wissen, macht die AM-Rifle auf kurze Distanz kaum Damage. Darüber hinaus eignet sich diese Position hervorragend als Ausgangspunkt für Seeker. Die Krux hierbei ist allerdings, mit Seeker heil an dieser Position anzukommen. Die dritte Pole Position befindet sich rechts von eurem Spawnpunkt auf der unteren Etage hier an dieser türkisblauen Wand. Von dieser Position aus habt ihr einen hervorragenden Überblick über den Spawnpunkt eurer Gegner. Spielt man hier taktisch und bedacht, erlaubt euch diese Position eine enorme Map-Kontrolle. Über die rechte Seite könnt ihr leicht Gegner ausschalten, die sich über die Rampe auf der zweiten Etage positionieren wollen, und über die linke Seite diagonal einige unachtsame Gegner ausschalten. Am besten positioniert ihr euch hier mit einem Mech, der über ein Schild verfügt, wie Panther, Aegis oder Bastion, da ihr hier leicht Opfer von Waffen, die Splash-Damage verursachen werden könnt. Machen wir weiter mit dem Nebula-Platz. Der Nebula-Platz ist eine relativ kurze Map, die einem futuristischen Einkaufsviertel gleicht. Wie bei aller anderen Maps dieser Reihe zeichnet sich diese Map durch einige Hindernisse aus, die euch, aber auch eurem Gegner, eine Menge Deckung bieten. Eine zweite Etage gibt es hier tatsächlich nicht. Der Nebula-Platz ist wie gemacht für sämtliche Nahkampfwaffen. Repeater, Fragment Gun, Amber Gun, aber auch Sniperwaffen wie die Railgun kommen hier voll auf ihre Kosten. Die M-Rifle ist hier auch spielbar, allerdings aufgrund der Nähe zum Gegner und den vielen Hindernissen in der Mitte des Spielfeldes nur sehr eingeschränkt. Wenn man die M-Rifle auf dieser Map erfolgreich einsetzen möchte, dann tut man das am besten an den Flanken links und rechts von der Map. Artillerie und Helix sind hier bedingt einsetzbar. Im Spawn der Gegner bis hin zur Mitte der Map sind die Gegner weitestgehend ungeschützt und können gut mit Mortar oder Helix-Rack zerstört werden. An den Flanken gibt es eine Menge Schutz und Überdachungen, weshalb man sich, wenn man sich dazu entscheidet, dieses Equipment zu spielen, eher auf die Mitte des Spielfeldes konzentrieren sollte. Die Pole-Positions auf Nebula-Platz sind nicht ganz so zahlreich wie die des Shivenko-Parks. Im Allgemeinen ist zu empfehlen, sich mit schnellen Nahkampfmechs an den Flanken der Map aufzuhalten. So kann man schnell und agil die Position wechseln und Flanke sowie Mitte des Spielfeldes unter Kontrolle halten.
Einen sehr vorteilhaften Punkt gibt es allerdings auf der Map. Links und rechts von eurem Spawn gibt es zwei Durchgänge an der Flanke. Der eine ist hell ausgeleuchtet und etwas kürzer und der andere rötlich und etwas länger. Im rötlichen Gang, der sich entweder rechts oder links von euch befindet, je nachdem auf welcher Map ihr spawnt, an der Außenseite des Ganges gibt es ein paar Hindernisse, die euch Deckung bieten. Dahinter verläuft ein schmaler Weg direkt in den Spawn des Gegners. Insbesondere Bots, aber auch Spieler spawnen hier relativ gerne und so könnt ihr dem Gegner ausgerüstet mit einem Panther, Bastion oder Solis richtig einheizen. Da lohnt sich dann auch die EM-Rifle. Der Gegner kann auf seiner Seite natürlich dasselbe tun. Wer hier den Kampf gewinnt, hängt also sehr stark von eurem Geschick und eurer Zielsicherheit ab. Einige Meter von eurem Spawn, direkt vor euch, gibt es eine kleine Mauer. Dieser Spot eignet sich hervorragend, um mit Sika ein bisschen Spaß zu haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Der Spot ist allerdings nur im Team sinnvoll. Spielt ihr alleine und habt eure Augen nicht 100% offen und überall, könnt ihr leicht flankiert und zerstört werden. Ansonsten gibt es keine direkten Pole Positions auf der Map. Es gibt natürlich noch andere gute Positionen, wo man schön Deckung hat und so weiter und so fort, allerdings keine weiteren Punkte, die der Definition, meiner Definition, an der Pole Position entsprechen, also quasi einer Position, die einiges an Map-Kontrolle verspricht. Das heißt, wir machen auch direkt weiter mit der nächsten Map, last but not least, die Hope-Startrampe. Die Hope-Startrampe ist eine vielseitig bespielbare Map und bietet auch dem ein oder anderen lustigen Spot, auf dem man sich austoben kann. Auch diese Map ist relativ klein und man steht, wenn man zu schnell nach vorne pusht, recht schnell vor der gegnerischen Haustür. Die Map ist wie Nebula-Platz auch eher auf Nahkampfwaffen ausgelegt. Man kann allerdings auch Sniperwaffen mit etwas Übung recht gut einsetzen. Auch die Helix ist hier eine relativ gut spielbare Waffe. Auf Mortarwaffen würde ich hier allerdings verzichten. Man kann sie natürlich spielen und wird auch den ein oder anderen Kill machen, allerdings wird man mit Artilleriewaffen hier keine Spiele drehen können. Am besten eignen sich Allrounder-Waffen wie die Railgun, Ambergun, Fragmentgun und die Stormrack. Auch der Graviton Beam ist hier relativ erfolgreich einsetzbar. Die empfohlenen Mechs auf dieser Map sind eigentlich die gleichen wie immer. Eclipse, Seeker, Surge, Orion, Nomad, Bastion, Solis und so weiter und so fort. Die große Ausnahme bietet hier allerdings der Lancer. Ja, Lancer. Warum Lancer? Dazu kommen wir gleich. Die Hope-Startrampe ist ähnlich aufgebaut wie der Nebula-Platz. Links und rechts haben wir Durchgänge, an den Flanken und in der Mitte einen Platz mit allerlei Hindernissen, die für Deckung sorgen. Kommen wir zu den Pole-Positions. Die Hope-Startrampe verfügt über drei dieser Positionen. Einige Meter geradeaus vom Spawnpunkt entfernt findet ihr eine kleine Terrasse mit hoher Brüstung, die euch Schutz vor feindlichem Beschuss bietet. Dort seid ihr nah genug, um so ziemlich jeden beliebigen Punkt der Map mit Seeker abzudecken. Gleichzeitig ist die Position aber weit genug hinten dran, um euch Schutz vor feindlichen Angriffen zu bieten. Der Gegner müsste schon direkt in eure Base laufen, um euch Schaden zuzufügen oder einen anderen Seeker spielen. Die zweite Pole Position liegt an den Flanken der Map. Dort ist links und rechts jeweils ein kleiner Tunnel, über den man zum einen den gegnerischen Spawnpunkt sowie die Mitte der Map gut einsehen kann. Der Punkt kann mit Nahkampfwaffen wie Ambergun, aber auch mit EM-Rifle oder Railgun gut bespielt werden. Die EM-Rifle würde ich hier allerdings nur mit Vorsicht genießen. Die Mitte kann man zwar gut damit abdecken, über die andere Seite, die sich in Richtung Spawnpunkt des Gegners erstreckt, können allerdings leicht feindliche Mechs in den Tunnel eindringen. Bemerkt ihr das zu spät, ist der Gegner zu nah dran, um ihn mit der EM-Rifle effektiv bekämpfen zu können. Daher empfehle ich die Railgun oder eine Nahkampfwaffe zu nutzen, sollte man sich dort positionieren. Der dritte Spot ist eigentlich keine wirkliche Pole Position. Dennoch ist sie relativ effektiv, wenn man im Team spielt. Und ich selbst habe hier schon 15 Kills gegen Echtgegner erzielen können. Ihr braucht dafür Lancer. Mit keinem anderen Mech ist diese Position zu erreichen. Die Position, von der ich hier spreche, ist das Dach direkt über eurem Spawnpunkt. Hier könnt ihr euch mit Lancer platzieren. Da das auslaufende Ende des Daches sich nach oben neigt, bietet es euch Schutz vor diversem Beschuss. Lancer solltet ihr hier ausschließlich mit der EM-Rifle oder für niedrigere Spielphasen mit Longarm spielen, da diese Position ausschließlich zum Snipen gedacht ist. Bedenkt allerdings Folgendes. Erstens, spielt das nur im Team. In einem 1 vs 1 ist diese Kombination leider zu ineffektiv. Und zweitens, bedenkt, dass ihr dort oben zwar halbwegs geschützt vor normalem Beschuss seid, allerdings die absolute Arschkarte zieht, wenn jemand mit Helix auf euch feuert. Das ist definitiv euer Todesstoß, da ihr weder ausweichen noch euch rechtzeitig verstecken könnt.
Das soll es dann aber auch wieder gewesen sein für heute. Wie gefallen euch die neuen Maps? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.